Ha-a-a-löle. So, wir machen weiter. Wir sind hier noch immer in dem Mini-Dungeon. Der zweite Part steht an und wir hätten einfach nur in die Tür gemusst. Na gut, egal. So, überquere den feurigen See. Gut. Und, oh, ist ja lustig. Ein Schlüssel gammelt darum. Na gut, aber ich glaube, den brauchen wir gar nicht. Naja, nicht so auf dem Weg, wie ich das mache. Erstmal holen wir jetzt hier die ganz schönen Rubine. Hep. Eins. Und... Oh ne, das wird doch eh nichts. Deswegen ziehe ich die schönen Schuhchen an. Und slide hier mal rüber. Plopp. Ja, ja, diese ganzen Dinger. So, und hier nochmal rüber. Oh, okay, gut. So, und dann hier nochmal rüber. Und auf den Schalter. Ah, super. So, da geht das Feuer dann aus und dann können wir den letzten Rupee noch einsammeln. Rupee, oh Gott, hört sich das an. So, schwupp und... Die Tür öffnet sich. So. Ja. Ah, die Dinger, die werden überbewertet. Nerven wir. Ja, und jetzt gehen wir noch eine Baden. Sammle alle silbernen Steine ein, die du im Wasser finden kannst. Also im Wasser. In dem ganzen Raum ist kein bisschen Wasser. Aber wir haben ja schon im Wassertempel gelernt, dass unter diesen Steinen Wasser war. Beziehungsweise war dann der Fluss und naja. Und hier haben wir das auch. Hier ist ein kleines Planschbecken. Da gehen wir jetzt ein bisschen tauchen. So. Jetzt sind wir luftig wie eine Feder und jetzt werden wir steinhart. Platsch. Oh, und da sehen wir auch schon den ersten Rubin. Und wir hören auch schon wieder die böse Musik. Oh. Oh Gott. Ey du. Mistvieh, komm her. Ah, Muscheln, Muscheln. Ach, komm her auch noch her. Mach ich euch alle gleich platt. Dann nervt ihr wenigstens nicht. Ja, ich bin ein Killer. Ich bin immer ein Killer. Oh, oder auch nicht. So, komm her. Und. Schwupp, hab ich deine Zunge oder was auch immer da eingesackt. Also, der Rubin hier. Der will auf jeden Fall zu mir. Ich will ihn auch haben. So, eins. Zwei. Und hier oben noch. Lustig ist, wenn man die Schuhe auszieht. Das wird man gleich sehen. Dann düst man hier voll rum, weil hier so ein dummer Strudel ist. Was mache ich jetzt hier? Weil hier so ein Strudel ist und die Fische, die schwimmen hier einfach alle. Wenn man sich die hier so anschaut. Ach, da sind Fische. Die schwimmen hier ganz normal. Okay. Aber egal, das wollen wir jetzt nicht hinterfragen. So, da. Peng. Jetzt aber. Und nochmal die anderen Schuhe an. Dann haben wir alle drei Paare durch. So, hier. Hier sieht man das. Super, ich mach gar nichts. Und die Fische, die schwimmen zum Mal. Yeah, unsere schöne Truhe. Haben will, haben will, haben will, haben will. So, jetzt schnell hoch. Schnell hoch und da ist eben Schlüssel drin. So, da ist sie. Öffne dich, du liebe Truhe. Yeah. Schlüssel Nummer 4. Und wir müssen 100.000 Rubine einsammeln. Na, das hat doch was. So, weiter geht's. Jetzt haben wir auch schon fast alle wichtigen, also die wichtigen Schlüssel haben wir sowieso, aber... gibt's unwichtige Schlüssel? Nee. Und, ach! Och, ja. Die Echse und diese komische, dieses komische Laserteil. Du hast nur begrenzt Zeit, um alle Gegner voll fertig zu machen. Nehmen wir erstmal unsere Bomben. So, halt. So. Und jetzt aber. Ah,
Ah, nee, komm, ich bin wieder voll. Ich hab schon die Haare bekommen. So, du warst schon mal schnell tot. Ups. Oh, gut. Ja. So schnell geht das mit diesen Echsen. Ja, irgendwann tritt man immer mal aus Versehen drauf. Und dann ist es platt. Schwupp, Schlüssel 5. Einer fehlt noch. Oder besser gesagt, zwei. Aber der eine ist da schon noch in den Räumen. Erstmal den einen jetzt noch. Wenn man jetzt sieht, wir sind jetzt einmal rumgegangen. Wir kommen jetzt wieder in diesen Art Hauptraum. Aber ganz am Anfang habe ich natürlich noch einen vergessen. Das war klar, weil ich ja dann bei diesen Feuer... Statuen da, ja, irgendwie in dieser Lava da war und naja. Deswegen... Oh, da muss ich jetzt noch alles mal latschen. Na gut, egal. Solange diese komische Hand jetzt nicht wieder auf mich fällt. Nö, sieht nicht so aus. Das ist gut. Hier lang... Oh, voll das Labyrinth. Eine Feuerwand. So. Schnell überspringen. Rein. Ach, schön, wenn man alles schon erlebt hat. Und ja, hier, die Tür, die fehlt natürlich noch. Ist klar, denn wir haben ja oben den Weg genommen. Und, Alter, du bist so widerlich. Kann ich das nicht so machen? Nö, das geht nicht. Ja, wie soll ich auch denn sonst killen? Ich kann mich natürlich auch... nee, das ist doch nicht so ein. Wieder ist ja, ich werf einfach mal ein paar Bomben. Boah, er versucht mich zu spielen. Oh, ey, falsche Bomben ist verschwunden. Ach, gleich noch hier. Schon. Ah, das war blöd. So. Jetzt haben wir es aber. Stirn. Nochmal. Oh, ey. Bist du gierig? So eklige Schleimvieh. Genau, so. Aber jetzt. Ah ja, genau, so war das. Oh, jetzt kommen hier so viele Truhen und eigentlich darf ich die hier oben, die hier, die, da denkt man so, oh, da ist was Schönes drin. Ich öffne einfach mal, aber peng. Ja. Ich friere ein. Die richtige Truhe ist. Die nicht. Eigentlich ist die da, wo nichts ist. Zwei Rubine, auch cool. Ein bisschen Taschengeld aufbessern. So. Fünf Rubine und... Ja, aber hier ist normalerweise eine. Ach, genau, da ist sie auch. Die war versteckt. Hey, wolltest du mich verarschen? Oh, Schlüssel Nummer 6 und jetzt haben wir alle. Top. Das ist echt super. Jetzt müssen wir erstmal wieder hier raus. Zurück zum Anfang. Ich glaube, geht das eigentlich jetzt, wenn ich hier lang will? Ich weiß gar nicht. Vor mir ist ja bestimmt... Ja, hier, hier auch. Okay, anscheinend gar nicht. Ah, ist ja blöd. Ich will wieder zurück. Den ganzen Weg jetzt nochmal neu latschen. Oh, ey. So, die Tür will mich auch wieder verarschen. Nee. So, mal schauen, ob wir es jetzt schaffen. Bestimmt nicht mehr. Doch. Ah, super. Dann muss ich auch noch öffnen, Tür. Und ehrlich. Okay, gut. Gut, nicht, dass ich wieder in die Lava springe. Denn die ist so mega heiß. Und ich hoffe, wir schaffen das noch, dass wir die Eispfeile kriegen. Ich will sie doch endlich horten. Das Feuer ist hier auch ein bisschen sinnlos jetzt. Nachdem die Truhe offen ist. Aber vielleicht gibt es ja einen Bimbo, der da wieder was reinschmeißt oder so. Moment. Ich ziehe ja gerne noch mal andere Schuhe an. Ah. Gut, und ich bin verbrannt. Schlau. Oh, jetzt ganz vorsichtig und... Schaffe ich das? Schaffe ich das? Ja. So, jetzt geht's ins Eingemachte.
Denn wir öffnen jetzt ein paar Türchen. So, jetzt sind wir hier wieder. In dem schönen Hauptraum. Und zwar erinnern wir mal jetzt hier wieder die guten alten Lederstiefel anziehen. Und ja, hier ist natürlich auch noch eine Tür. So, und jetzt fängt's an. Ich weiß nicht, ich gehe immer links rum. Bemühe dich mit ganzer Kraft, alle Schlüssel zu halten, damit du dir unseren streng gehüteten Schatz verdienst. Wer sagt das überhaupt? Also da gehe ich nicht lang. Ich gehe immer hier lang. Ich weiß nicht, das ist so schon wieder so Angewohnheit. Und ich muss auch mal gucken, nicht, dass ich dann hier gleich... hier oben war nämlich irgendwo noch gegangen. Da gibt es nämlich den letzten Schlüssel. Und mal gucken dann da oben. Da! Genau. Ah, schön. Schön, wenn man das alles so weiß. Sonst hat man dann echt gar keinen Plan von. Hier oben befindet sich nämlich noch die letzte Truhe mit dem Schlüssel. So. Ein kleiner Schlüssel. Und jetzt haben wir schon fast die Eispfeile. Okay, hier nochmal lang. So, und... Ach, hier können wir nochmal öffnen, aber da sind nur Rubine drin, glaube ich. Bisschen unwichtig. Ja. Unwichtige Rubine. Schwupp und... Und hier lang. Und die öffnen wir natürlich auch noch. Ah, so viel muss sein. So viel Zeit muss wieder sein. 20. Cool. So, und hier nochmal. Und langsam gehen mir die Schlüssel aus. Ach, die müssen wir auch noch einsammeln. So. Oh, ein paar Pfeile. Mal ein bisschen aufrüsten, ist auch ganz schön. Die kann man immer gebrauchen, irgendwie. Ja, wobei, wenn man viel, alle Pfeile hat, dann ja. Und hier ist noch die letzte. Und oh, die Schlüssel haben genau gereicht. Und jetzt öffnen wir die Truhe. Und wir haben die ganze Zeit darauf hingearbeitet. Und was ist es? Was ist es? Es ist... Oh, der Eispfeil. Besser gesagt, die Eispfeile. Oh, ein Traum. Ein Traum. Jetzt haben wir alle Pfeile. Ja, jetzt fehlt auch gar nicht mehr viel. Dann geht's endlich zu Gandorf dann. Schwupp. Ja, dann beende ich hier gleich mal den Part. Wobei, nee, ich muss noch schnell rauslaufen. Eigentlich. Moment mal. Kann ich hier eigentlich eine Runde... was mache ich denn? Nein, ich brauche die Ocarina. So. Dö. Zumindest zum Ausgang. Das reicht mir schon. Ja, aber klar. Na sicher. Okay. Oh, sind wir jetzt richtig? Ja, wir haben ja richtig zu sein. Joa. So. Und so. Und da, hier lang. Und da lang. Und oh, so viele Türen haben wir doch gar nicht geöffnet, oder? Mensch. Ach, hier noch raus. Und ah, genau, da ist wieder alles versperrt. Wir gehen hier raus und ja, rausgehen wir noch. Rausgehen wir noch. So, leg die Gold verlassen. Und jetzt haben wir es geschafft. Jetzt sind wir wieder bei der schönen Mucke. Und ich beende auch hier gleichzeitig den Part. Und den nächsten Part. Ja, mal schauen, was wir da machen. Also bis dann. Tschüss.